Ja, hallo, herzlich willkommen zu diesem relativ spontan entstandenen Podcast-Format, in dem wir uns Smash-Up-Fraktionen angucken. Ja. Ich habe dieses Spiel relativ, ja, kurzzeitig entdeckt, also vor einer relativ kurzen Zeit. Und mittlerweile habe ich alle Erweiterungen, die man sich so normalerweise so im deutschen Bereich holen kann. Natürlich kann man im Tabletop-Simulator mit den ganzen Erweiterungen spielen, die wir nicht haben, und deswegen gehen wir das einfach mal durch. Teilweise haben wir schon Erfahrungen mit den Fraktionen, teilweise sehen wir die zum ersten Mal. Und wir besprechen, was wir so davon halten. Wir gucken uns heute die Aliens an. Und mit wir meine ich mich und meinen ewigen Podcast-Partner Jens. Ja, und wir hoffen, dass dieser Podcast regelmäßig kommt als Dice Try. Ach Quatsch, Dice Tray ist doch voll regelmäßig. 3 Jahre zwischen Folgen, passt schon. Erstmal allgemein kann man sagen, wir haben hier die typische Kartenverteilung an sich, mit einem kleinen Unterschied, und zwar, dass der Spot mit der vier, mit dem 4-Stärke-Minions von 2 weiteren 3-Stärke-Minions belegt ist, was wahrscheinlich balancing-technische Gründe hat. Da kommen wir gleich zu. Das bedeutet, stärkemäßig ist die Fraktion minimal unter dem Durchschnitt, aber die Kartenverteilung an sich ist der typische Schnitt. Zum einen haben wir hier das Stärke 2 Minion, den Collector, der, wenn du ihn ausspielst, optional einen Minion der Stärke 3 oder weniger von seiner Basis zur Hand des Besitzers zurückgibt. Ja, was Tatsächlich halt. klingt das erstmal schwach, aber innerhalb dieser Fraktion durchaus sehr hilfreich, sage ich mal. Ja, genau, darauf basiert ja die Alien-Fraktion, dass sie ganz viele Karten wieder zurück auf die Hand des Besitzers zurückgeben können. Also den habe ich tatsächlich in dem einen Mal, wo ich mit Aliens gespielt habe, gegen dich, habe ich den relativ gut benutzen können. Also der ist hilfreich. Er ist zwar relativ limitiert geschrieben, aber dass der Effekt optional ist, ist tatsächlich sogar relativ gut, weil du dadurch nicht eingeschränkt wirst in den Basen, wo du den überhaupt spielen kannst. Und des Weiteren kannst du den entweder für dich selber benutzen, um halt innerhalb dieser Fraktion die Engine aufrechtzuerhalten, oder du kannst irgendein anderes Minion auf die Hand zurückgeben, was dich gerade stört. Das muss man natürlich im Hinterkopf behalten, andere Minions auf die Hand zurückgeben ist eine der schwächsten Formen von Removal, weil der Gegner die in der nächsten Runde einfach wieder spielen kann und dann eventuell auch den Effekt nochmal bekommt. Es lohnt sich eigentlich nur, wenn dieses andere Minion ausgerüstet ist mit irgendwas, weil die Ausrüstungskarten dann weggehen. Oder wenn du halt diese Runde scoren wirst und dadurch dann die Basis gewinnst. Was aber relativ unwahrscheinlich ist, weil du ja dann wahrscheinlich mehr Stärke zurückgibst, als der Collector addet. Ja, ein bisschen schwierig damit zu scoren. Und das ist so ein Grundproblem der Aliens. Da kommen wir gleich noch ein bisschen mehr zu. Ja, also erstmal die optionale Option ist auch wichtig, weil sonst könnte man den halt nicht an leere Basen spielen, weil er sich einfach selber zurückadden würde. Weil es steht ja nicht mal ein anderes Minion so, sondern einfach eins. Und wozu der noch ganz gut ist, wenn ein gegnerisches Minion zum Beispiel irgendwelche Restriktionen hat, was er nicht machen kann. So, irgendwie kann nicht an eine Base gespielt werden, was ein Minion von vier oder mehr hat. So, und wenn man dann zum Beispiel den Supreme Overlord da liegen hat, so, dann spielen wir den Collector, gibt das Minion des Gegners auf die Hand zurück und ist das quasi für diese Base auf ewig los. Ja, das stimmt. Also es gibt Applikationen hierfür. Die Hauptfunktion ist natürlich als Standard-Engine-Minion, um halt die eigentliche Win-Condition dieser Fraktion so ein bisschen am Laufen zu halten. Dann auf dem Stärke 3-Spot haben wir den Scout, der eine Special hat. Wenn diese Basis, wo er liegt, gescored wird, kannst du dieses Minion wieder auf die Hand nehmen, anstatt es auf den Discard-Pile zu legen. An sich hilfreich, weil das sorgt dafür, dass du, wenn du eine Basis gescored hast, diese Power nicht verlierst, wie andere Fraktionen, die sich durch ihr Deck spielen und dann vielleicht keine Power mehr übrig haben für eine Zeit. Er umgeht dieses Problem komplett. Du wirst immer 3 Stärke auf der Hand haben mit den Aliens. Das Problem, was ich bei ihm sehe, ich will ihn nie spielen, weil Ja. er hat keinen On-Play-Effekt. Er bringt mich nicht wirklich weiter. Er ist einfach nur 3 Stärke, die ich irgendwo hinlege. Und wenn dann irgendwann die Base weggeht, kriege ich ihn wieder. Wie gesagt, der Effekt an sich ist nicht schlecht, aber ich will ihn nie so als meine Standard-Play-Aktion spielen. So als Extra-Minion-Play ist das wahrscheinlich besser. Aber selbst dann haben wir in dieser Fraktion noch ein besseres Target. Also Ja, ist. also ich glaube, er wäre variabler, wenn er quasi irgendein Minion von der Base, wenn sie das Gold zurück auf die Hand geben könnte. Oh, das wäre stark.
Aber ich glaube, das wäre dann vielleicht in dieser Fraktion selber vielleicht ein bisschen zu stark. Ja, ich verstehe, warum sie ihn geschrieben haben, wie er ist. Und er ist so nicht schlecht. Aber meistens brauchst du deine Minion-Plays für was anderes. Und ich kann mich selten, also ich finde mich persönlich selten in der Situation, dass ich ihn einfach so spielen will. Es sei denn, ich habe halt wirklich nichts Besseres auf der Hand, dann gibt es Schlechteres, als auf diese drei Stärke zu verzichten. Aber selbst, also ich weiß nicht, ich bin nicht überzeugt von ihm. Ja, genau, es ist wirklich so ein Minion, so wenn du keinen Minion auf der Hand hast, dann spielst du den Scout. So quasi. Ja, das ist halt echt so. Ich glaube, ich habe ihn auch gegen dich nur einmal oder so gespielt. Ja, du hast den sonst irgendwie immer abgeworfen für irgendwelche Discard-Effekte oder so. Ja, genau, weil wenn man den dann mit, ich habe mit Zombie-Aliens gespielt und wenn man den mit den Zombie-Effekt-Karten aus dem Friedhof benutzen kann, dann ist er okay. Ja, also wenn man ihn über Recursion-Effekte rauskriegt, dann okay. Dann kriegst du den ja hinterher wieder auf die Hand, kannst du ihn für was anderes abwerfen. Genau, also der ist halt diese Play-Minion-Aktion eigentlich nicht wert. So, als Karte an sich ist er gut, aber da man halt immer nur ein Minion spielen kann, denkt man sich immer so, der kann halt nix. Ja. Wer allerdings was kann, ist der auf dem Spot der Stärke 4 Minions, allerdings nur Stärke 3, der Invader mit dem simplen Effekt, einen Victory Point zu generieren, wenn er gespielt wird. Ja, Es quasi gibt die Core-Karte dieses Decks. andere Karten im Spiel, die dir Victory Points geben, die sind aber immer an irgendwelche Restriktionen, Bedingungen oder Kosten gebunden und der Invader, der gibt dir einfach so einen Punkt, was ihn zur besten Victory Point Karte macht im Spiel. Auch immer noch. Und er ist die Karte, warum du überhaupt Aliens spielst. Ich glaube, es gibt keinen anderen Grund, die Aliens zu spielen, außer den Invader. Um den baust du deine Ja. Deckkombination auf. Also in der Alien-Fraktion selber nicht. Das ist mit Abstand die beste Karte im Deck. Weil er ermöglicht halt den Spielstil, den ich glaube, der von den Aliens gewünscht ist. Du zirkelst den Invader so oft wie möglich und holst dir halt möglichst viele zweite Plätze in den Bases. Um halt immer da die Punkte wegzukriegen. Wenn du den mit Drachen kombinierst, zum Beispiel, machen die Gegner sogar noch weniger Punkte. Und dann geht's richtig los, ja. Aber ja, den Invader zu circlen, um Victory Points zu generieren, ist auf jeden Fall die Hauptstrategie von Aliens. Da gibt's nichts zu rütteln. Das ist das, was die machen, weil stärkemäßig sind sie ja ein bisschen unter dem Durchschnitt. Und ich habe auch generell die Erfahrung gemacht, dass Minions sehr langsam rauskommen bei den Aliens, weil entweder kriegst du extra Minion-Plays, die benutzt du dann für den Invader, oder du spielst den Invader einfach so, oder du spielst den Collector, um den Invader auf die Hand zu geben, und dann spielst du den Invader nächste Runde. Du benutzt deine Minion-Plays eigentlich ständig nur für den Invader. Ja. Und dann willst du halt, wenn du keine extra Minion-Play hast, dann willst du deinen nächsten Minion-Play eigentlich dafür benutzen, den wieder auf die Hand zu holen. Auf jeden Fall, weil wenn der zu lange rumliegt, der Gegner den in den Discard-Pile holt, haben die Aliens ein bisschen ein Problem. Es gibt andere Fraktionen, mit denen du kombinieren kannst, die das wieder ausgleichen können. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, dann hast du die Kombination darauf ausgebaut, den Invader zu circlen. Richtig. Wenn du das nicht kannst, dann ist sofort eine schlechte Kombination am Start hier. Ja. Oder, also die Aliens können auch, glaube ich, ganz gut mit anderen Fraktionen funktionieren, die selber irgendwie Effekte haben, die gut was aus der Hand machen. Aber der große Point, wenn man Aliens pickt, dann will man den Invader circlen. So, sonst gibt es, glaube ich, andere Fraktionen, die einfach, selbst in dem, was die Aliens machen, besser sind. Ja, also wenn es um auf die Hand zurückgeben geht, dann sind die Aliens schon Spezialisten. Aber wie ich eben schon eingangs gesagt habe, das ist nicht der beste Removal-Effekt im Spiel. Also da gibt es deutlich Besseres. So. Dafür pickst du die Aliens nicht. Du pickst die Aliens für den Invader. Richtig. Also das eigentliche King-Menü. Und du hast zwei davon, das ist ganz okay. Also selbst wenn der erste irgendwie gekontert wird, kannst du mit dem zweiten weiter circlen. Dann musst du aber auch echt aufpassen. Ja, der hat halt einen easy Counterplay und das ist einfach versuchen, den schnell die Bases zu scoren oder den einfach so zu zerstören oder so. Weil wenn die Aliens alleine kriegen den nicht wieder. So, das King-Minion der Aliens ist der Supreme Overlord. 5 Stärke, standardmäßig. Der den Effekt hat, dass du optional irgendein Minion zur Hand des Besitzers geben kannst. Das muss nicht von der Base sein, wo er liegt. Ja, aber Das heißt, du irgendwie kannst finde die ich 5 das. Stärke irgendwo hinpacken und irgendwo anders dann entweder den Invader zurück auf die Hand nehmen oder irgendein anderes Problem-Minion weg. Ja, ich sag mal, er hat den Vorteil, dass er halt 5 Stärke ist, weswegen man tatsächlich einem Gegner dadurch irgendwie den ersten Platz in der Base strittig machen kann, indem man dann einfach irgendwie einen
ein 2 oder 3 Minion, Stärke-Minion da wegbounst. Mhm. Aber so, ich sag mal, als Boss-Minion ist der schon ein bisschen underwhelming, so vom Effekt her. Muss ich auch sagen, also schlecht ist was anderes, aber als King-Minion stelle ich mir dann schon ein bisschen was Stärkeres vor, weil das ist ein On-Play-Effekt, der ein Minion optional returnt und danach macht er nichts mehr. Ah, weiß nicht. Ja, aber wenn man sich überlegt, so, ich glaube, so, was die Aliens machen, ist schon Sachen auf die Hand zurückgeben, so. Wie kann man das stärker machen fürs King-Minion? Du kannst ja nicht einmal irgendwie once per turn machen oder so. Das wäre zu also, stark. Ich würde sagen, also das kam ja im Base-Set raus. Für die Limitierung des Base-Sets, okay, verstehe ich. Aber wenn man die jetzt rebalancen würde, damit sie halt durch diesen ganzen Power-Creep nicht zurückgelassen werden, dann würde ich daraus ein Talent machen. Dann kann er das einmal pro Zug, dann ist es ein wirklich starkes King-Minion, der im Alleingang den Invader circlen kann. Die Gegner sind ja sowieso angehalten, was gegen den Invader zu machen. Aliens haben den Ruf, eine der besten Fraktionen des Spiels zu sein, auch wenn ich die Meinung jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich teile. Und das heißt, wenn jemand Aliens pickt, dann hat er sowieso schon ein Target in seinem Aussicht drauf. Und ich würde es jetzt nicht für übertrieben halten, den Supreme Overlord den Effekt einfach zum Talent zu machen. Ja, vielleicht macht man dann eine Restriktion rein mit irgendwie Stärke 4 oder weniger. Genau, wenn du das dann noch weiter balancen willst, dann kannst genau, du eine stärkere Restriktion machen. Genau, ne, weil irgendein Minion halt jeden Zug wegzubauen, ist ja auch irgendwie, das finde ich ein bisschen zu stark. Ja, auch da so wieder, ne, als Removal ist das nicht so gut. Naja. Also, aber jede Runde den Vader zu bouncen, dann wäre schon mal nice. Dann würden die Aliens auf jeden Fall Danke sagen. Ja, und die Stärke 4 wird den Invader mit einbeziehen, wird auch ein paar Stärke mindestens des Gegners mit einbeziehen. Ich glaube, das einmal pro Zug ist schon gut. Dann kannst du halt meistens die King-Minions nicht wegbouncen, aber das ist ja okay. Ja, so wie es jetzt ist, kann er es halt einmal machen, muss er dich halt entscheiden, nimmst du den Invader, nimmst du ein gegnerisches King-Minion, nimmst du King Rex. Ja, ja. Das ist, musst du halt gucken. Aber ich find ihn ein bisschen schwach. Ja, laut nach jetzigen Standards auf jeden Fall. So, dann haben wir hier zwei Aktionen, die jeweils zweimal vorhanden sind. Einmal den Disintegrator. Ein Minion der Stärke 3 oder weniger unter das gegnerische Deck legen. Das ist ein viel besserer Removal-Effekt, weil der den da erstmal rauskriegen muss. Es gibt natürlich Fraktionen, wie zum Beispiel die Omas, die da relativ gut wieder drankommen. Es gibt aber auch Fraktionen, die da echt ein Problem damit kriegen. Alles, was irgendwas nicht suchen kann, hat dann ein Problem, an diese Karte wieder ranzukommen. Selbst Fraktionen, die gut ziehen können, haben ein Problem, weil du musst erstmal so viele Karten ausspielen können, die dir das ganze Deck ziehen lassen. Oder halt Search-Effekte benutzen. Genau. Also Search ist quasi die beste Möglichkeit, da zu kommen. Es gibt wenige Fraktionen, die wirklich generischen Search haben. Aber muss ich schon sagen, das ist eine ziemlich starke Removal-Karte. Das einzige Problem ist halt, dass du die Aktion dafür benutzt, um irgendwas zu removeln, das nicht sonderlich stark ist von der eigentlichen Stärke her. Was natürlich auch bedeutet, du kannst deine schwächeren, aber wichtigen Karten einfach mit Stärke-Karten aufbauschen, dass sie dann aus der Range von Disintegrator rauskommen. Also der Effekt ist stark, die Restriktion ein bisschen zu sehr gebalanced und du benutzt halt deine Action für den Removal anstatt für den Invader. Genau, das ist halt wirklich so eine quasi Karte, die man nur gegen den Gegner benutzen kann, weil man will den Invader nicht unter seinem Deck haben. Nee. Beam up. Ganz simpel, ein Minion auf die Hand zurückgeben. Gute Kombination mit dem Invader. Für was anderes eigentlich eher nicht. Wenn du den Removal für den Gegner machen willst, vielleicht, aber dann wäre der Disintegrator in vielen Fällen besser. Und auch andere Karten, die wir uns jetzt gleich noch angucken, wären da besser. Das heißt, die benutzt du höchstwahrscheinlich für dich selber, um halt die On-Play-Effekte wieder zu kriegen. Entweder vom Invader oder von irgendeinem starken Minion von der Partnerfraktion. In der nächsten Runde dann wahrscheinlich. Oder halt, ja, du spielst Beam genau, zuerst. Genau, es ist ja eine Aktion, das heißt, man kann ja noch ein Minion dazu spielen. Was es tatsächlich ganz gut macht, so im Vergleich zum Beispiel der Collector, der zwar eine Restriktion hat, ne, aber sagen wir, er hätte sie nicht, sondern wäre einfach irgendwie, ne, kannst einfach quasi der Supreme Overlord halt in schwächer, von der Stärke her. Ja, du könntest natürlich den Supreme Overlord circlen damit. Ja, genau. Ja, aber sagen wir mal, man würde den Collector spielen, so, um irgendwas zu bauen, dann hat man ja das Minion schon gespielt. Und außer du hast eine extra Minion-Aktion, so, dann
war es das erstmal. Kannst du den nicht sofort spielen. Mit Beam-Up kannst du den natürlich sofort spielen, wenn du Beam-Up zuerst spielst. Also ich würde die Karte durchaus als gut bewerten. Wie gesagt, als Removal gibt es Besseres, aber für sich selber so als Engine ist das schon ganz Genau, und gut. das ist eine Engine-Karte und der Disintegrator ist halt die Removal-Karte. Purer Removal. Invasion. Ein Minion zu einer anderen Basis bewegen. Also, das passt zwar quasi vom Theme der Aliens an sich, aber nicht mit dem Playstyle der Aliens. Es hat halt wirklich, es bringt eigentlich gar nichts so. Wenn du. Okay, manchmal kann es gut sein. Also es gibt Applikationen. Wenn du Ja klar, jemanden von der die Basis, die gibt's er immer. unbedingt gewinnen will, woanders hinschiebst, die er jetzt vielleicht nicht braucht, und dann halt selber die Basis holen kannst, dann ist das okay. Aber du denyst ihm ja keine Victory Points. Wenn du den woanders hinschiebst, dann ist er halt da dann dran. Ja, eben. Effekte wegkriegen, vielleicht okay. Ne, also es gibt Nischensituationen, aber ich finde allgemein die Karte zu schwach und zu nischig. Zum Beispiel hätte der Collector zum Beispiel quasi einen Effekt, dass er erstmal in eine Basis gespielt wird oder so. Oder dahin gemoved wird. Dass er dann seinen Effekt hat. Das erste Dann Mal, wenn wäre er eine Invasion. Basis betritt, ja. Ja, genau. Ne, dann wäre Invasion eine Karte, die kann man spielen. Also die kann man tatsächlich als Effekt benutzen. So. Ja. So, dann will man das tun, weil so, dann kann man nochmal zum Beispiel einen Invader circlen oder so, den man irgendwo anders hingelegt hat. Ne, hat einen zweiten Use aus dem Collector. So, es wäre ganz geil, aber so ist das einfach so, ja, ich move da mal was weg. Ja, wäre vielleicht okay, wenn man Aliens mit Haien kombiniert. Dann könnte man damit was reißen. Und generell vielleicht, wenn du eine Partnerfraktion hast, die sich viel mit bewegen und dadurch dann irgendwelche Vorteile bekommen, dann kann Invasion auch gut sein. Aber Aber es ist halt so, ist nicht gut für du willst halt, Aliens. genau, so, du willst ja nicht, also, du pickst ja nicht Aliens, weil du Invasion haben möchtest. So, das hast du einmal in deinem Deck. Es ist ein netter Bonus, wenn deine Partnerfraktion damit was anfangen kann. Ja, Ansonsten und spielst du das so ist eigentlich das nicht. so, ja, wenn du keine andere Action hast, dann kannst du das vielleicht mal spielen, um dem Gegner halt einen Zug zu klauen. Aber die Frage ist, was bringt dir das dann? Ne? Also, Ja. Moven ohne irgendwas dabei ist meistens eher schwach. Ne, das ist wirklich so, wenn du keine andere Action hast, so alles auf deiner Hand sind Minions. So, und dann kannst du deinem Gegner vielleicht zuklauen. So. Dann benutzt du Invasion tatsächlich mal, aber sonst denkst du dir so, ja, ich kann auch einfach eine andere Action benutzen. Ja, Sofern die halt ich spielbar bin ist. nicht überzeugt. Nee. Jammed Signal, die ist relativ gut. Auf eine Base spielen und dann, solange die Karte da liegt, ist die Base-Fähigkeit für alle Spieler quasi nicht mehr existent. Ist quasi annulliert. Das ist relativ gut, weil du bist ja nicht restriktiert auf, du musst Minions da haben oder so. Es gibt ja zum Beispiel den Eispalast, wo du einfach gar nicht hinspielen kannst. Das kannst du damit sofort aushebeln. Und dann einfach darauf spielen. Oder du, keine Ahnung, der von den Prinzessinnen das Schloss oder so, was dich restriktiert auf Stärke 5 oder mehr. Ja, Das oder kannst du auch hier, umgehen. oder auch eine der Powerbases, wo du immer einen Victory Point bekommst, wenn du dann Minion zerstörst. Ja, genau. Also es So. gibt viele Applikationen, je nachdem, was dein Gegner ist und was für Basis-Effekte gerade liegen, kann diese Karte echt stark sein und die Pläne von dem Gegner echt krass durchkreuzen oder dir selber einen guten Vorteil verschaffen, wenn du anderweitig auf der Base nicht spielen könntest. Was halt gut ist, so die Aliens, die brauchen Base-Effekte eigentlich nicht. Die Aliens brauchen Bases generell nicht so sehr. Es reicht, wenn sie den zweiten Platz irgendwo holen und dann halt die restlichen Punkte mit dem Invader wieder rausholen. Genau, so die brauchen Bases halt quasi einfach nur als Ort, um da Minions hinzuspielen. Aber die brauchen die Effekte der Bases nicht. So ist denen egal, ob da eine Base liegt, die einen Effekt hat oder eine Base hat, die keinen Effekt hat. Das ist denen komplett egal. Also ich finde Jam So. Signal tatsächlich ziemlich gut. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Karte. Und es ist auch total unabhängig von welcher Kombination du spielst. Das bringt dir halt immer was. Ja. Crop Circles. Auch wieder eine Basis, die ausgewählt wird. Jedes Minion von der Basis wird auf die Hand zurückgegeben. Das Das ist ist auch. schon eine bessere Removal-Karte, Das weil ist es einfach alle Beam Up on Minions macht. Steroids. Also ist halt klar, funktioniert nur für eine Base, hat man auch nur einmal. Und es macht halt alle Karten so, ne? Aber für die Aliens ist es natürlich kein Nachteil.
Und tatsächlich mal. Was du dadurch machen kannst, ist, du spielst in den Vader auf irgendeine Base, die dein Gegner gerade dabei ist zu gewinnen. Ja, der hat da richtig Ressourcen reingepumpt, weißt du, der hat da alles drauf, der hat da 15 Minions hat er da liegen, ja. Und Ja. dann hast du dann den einen in Vader und dann denkst du so, ja, cool, hast du da wenigstens deinen Punkt und deinen zweiten Platz. Ne? Und dann haust du Crop Circles raus, kriegst du den Vader zurück und all seine Minions sind wieder auf der Hand. Ja, also tatsächlich Crop Circle halt ein guter Removal, einfach weil es alle Minions removed und der Gegner dann, was weiß ich, vielleicht 3, 4 Turns wieder braucht, um überhaupt wieder auf die Anzahl zu kommen. Das ist nicht so wie Beam Up, so wenn er den als Removal benutzen würdest, so dass dann ein Zug, Ja. den der Gegner quasi verliert, ist zwar immer noch okay, aber nicht ansatzweise stark wie Crop Circle. Crop Circles ist echt, Das echt wirft dich gut. dann halt schon echt zurück. Also das Ja. ist definitiv, wenn es um auf Hand zurückgeben als Removal geht, vor allem dadurch, dass du da noch für dich selber einen guten Vorteil mit rausholen kannst, ist das schon verdammt stark. Und man darf natürlich nicht vergessen, je nachdem, wie viele Minions es sind, kann der Gegner sogar Probleme bekommen, die über seine Handsize überhaupt noch so halten und muss dann vielleicht sogar Minions abwerfen oder Karten. Das stimmt. Der einzige Nachteil ist halt wirklich, dass er danach wieder die ganzen Effekte, die On-Play-Effekte zurückkriegt. Das ist Aber ich natürlich glaube, das richtig. nimmst du in Kauf. Ja, Und die wenn es Karte wird eine Base kurz vom besser. Breaken ist. Im Gegensatz zu anderen Karten hier in dem Deck wird die Karte besser, mit je mehr Leuten du spielst. Weil jetzt zum Beispiel mit den Invader-Circlen deutlich verlangsamt wird, wenn du zu viert spielst. Dann kannst du weniger Punkte rausholen. Vielleicht sind Bases weg, bis du wieder dran bist. Kacken die Aliens schon ein bisschen mehr ab, aber Crop Circles wird stärker, weil du dann von vielleicht drei anderen Spielern bis zu, was weiß ich, wie vielen Minions auf die Hand gibst, mit einer Aktion. Also, das ist schon. Ja, wir hatten es ja mal, als wir in einer größeren Runde gespielt hatten, da lagen in einer Base, keine Ahnung, 10 oder 12 Minions. Ja, durchaus. Und dann spielst du einen Invader hin, spielst Crop Circles und hast irgendwie quasi plus 13 gemacht oder so. Du kriegst einen Punkt. Alle anderen kriegen erstmal nichts und werden zurückgeworfen ohne Ende. Ja. Und Das verlieren ist. potenziell noch Ausrüstung und was weiß ich. Also, Ja. ist eine sehr gute Karte, wie ich finde. Probe, die habe ich gegen dich auch mal benutzt. Aber ich bin ein bisschen on the fence. Du schaust dir die Hand eines anderen Spielers an und nimmst ein Minion davon und dieses Minion wird abgeworfen. Prinzipiell ist es sehr gut, sich die Hand des Gegners anzugucken. Kannst du nämlich sehr viel besser damit planen, was der Gegner wahrscheinlich machen wird. Auf jeden Fall in seiner nächsten Runde. Und eventuell auch ein Problemminion, was er auf jeden Fall spielen wird, abwerfen. Kann dir sehr viel bringen. Dafür die Aktion zu benutzen, muss man abwägen. Also ich würde jetzt nicht kategorisch sagen, eher schwach, aber du benutzt halt in der Runde den Invader nicht. Ist halt, also ich finde, Probe ist stark, wenn du zum Beispiel ein Minion hast, was dir nochmal eine extra Action gibt. So kannst du dann Probe spielen, also kannst vielleicht sogar erst das Minion spielen, kannst dann irgendwie hier Beam Up oder falls hier ein extra Minion ist, den Collector spielen. Ein relativ wichtiges Minion dann zurück auf die Hand bouncen und mit Probe das halt abwerfen. So, dann bist du das los, aber ist halt auch wieder super conditional, so das passiert einmal in 10 Spielen oder so, Ja, ich dass du sag das mal, so die machen Combo, die du kannst. gerade beschrieben hast, die wäre halt Roundabout Removal mit dem Added Bonus, dass du halt die Hand des Gegners kennst dann. Genau. Also das ist schon gut, aber ist halt super conditional. Also kommst du einmal in 10 Spielen drauf. Ja. Und musst erstmal eine Kombi haben, die das überhaupt erlaubt. Gibt ja nicht viele Minions, die dir eine extra Action oder eine extra Minion geben. Ja, wenn man das Also mit Wizards gibt schon ein paar. kombiniert, Wizards Ja. haben ja viele Extra-Plays. Ja. Dann könnte Probe durchaus was bringen. Aber ich glaube, Aliens und Wizards ist nicht die beste Kombi. Aber ja, wobei. Bald ein neues Pen-and-Paper-System, Aliens und Wizards. Aliens und Wizards, ja. Also Ja. Probe ist okay. Meckere ich nicht, dass es das gibt. Also, sagen bestimmt nicht viele Kombinationen nein. Aber halt eher situational. Ja. Also, um wirklich den Wert dieser Karte zu haben, Hand-Knowledge ist immer gut, aber um wirklich 100% Kapital daraus zu schlagen, braucht man halt gute Kombis. Abduction. Ein Minion auf die Hand des Besitzers zu geben und dann ein extra Minion spielen. Sehr stark in dem Alien-Deck. Ja, also einfach einen Vader zurück auf die Hand nehmen und nochmal spielen. Das heißt, du Ja, kannst in das. den Vader in der Runde zweimal spielen. Ja, das ist einfach 2 Siegpunkte gratis. Also klar, das ist dann dein Zug so. Du spielst den Invader, spielst Abduction, spielst nochmal den Invader.
Achso, 2 Siegpunkte von 15. Alternativ, weil das Minion danach ja auf jeden Fall draußen liegt, weil du hast ja deine Ja. Minion-Plays und die Aktion benutzt, kannst du auch den Invader zurück auf die Hand nehmen, das Supreme Overlord spielen und dann nochmal was auf die Hand geben. Das ist Vielleicht, wenn du natürlich auch beide möglich, Invader ja. draußen hast oder um halt noch was vom Gegner zurückzugeben, weil das was stark ausgerüstet ist oder whatever. Es gibt schon noch ein paar andere Situationen, wo du die Karte wirklich gut gebrauchen kannst. Vor allem, weil es der einzige Extra-Play ist, den die Aliens haben. Aber ich sag, oft will man den eigentlich für den Invader benutzen, weil es sind einfach 2 Gratis-Siegpunkte Ja, von es ist mit 15. Abstand die beste Usage für diese Karte. Je nachdem, was du für eine Partnerfraktion hast, gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten. Aber auf jeden Fall, das ist der Extra-Play, den die Aliens haben. Er ist ziemlich gut. Du musst dir überlegen, dass ein Achtel der Sieg-Condition hast du mit dieser Karte alleine erfüllt, wenn du den Invader auf der Hand hast. Ja, jetzt haben wir leider Abduction nicht achtmal im Deck, aber Das ist natürlich richtig. vielleicht hast du ja eine Fraktion, die Aktionen aus dem Discard-File benutzen kann. Dann geht's los. Also, dann geht's los, ja. Terraforming, eine weitere Power-Karte. Die habe ich gegen dich mal sehr gut benutzt. Ja. Das Base-Deck durchsuchen und irgendeine Base in Play und alle Aktionen, die auf diese Base gespielt werden, werden discarded. Wird dann ins Deck zurückgemischt und die ausgesuchte Base kommt an diese Stelle. Die Minions bleiben an der Base, nur die Actions, die auf die Base gespielt werden, werden weggemischt. Und man darf dann auf diese neue Base auch nochmal ein extra Minion spielen. Zum Beispiel Das dann den aber Scout. ein, genau, aber das ist nicht super wichtig. Der, also quasi die, das Austausch ist der viel bessere Effekt. Ja, also man sagt natürlich zu dem extra Minion nicht nein. Ne? Ja, Also natürlich. den Scout da hinzulegen ist tatsächlich, also da würde ich sogar sagen, klar, Invader auch nice, aber den Invader willst du ja protecten. Wenn du da den Scout liegen hast, den du sonst nicht spielst, dann ist das auch okay. Ja, das ist richtig. Aber der bessere Effekt ist auf jeden Fall, das Base Deck auszuswappen. Ich habe das gegen dich benutzt, da warst du fast schon bei dem Power Value von einer Base, die jetzt nicht so viel Power hatte. Ja, ich glaube, die Brat brauchte irgendwie 16, 17, irgendwie sowas. Und du hättest damit, glaube ich, sogar gewonnen. Und Ja. dann swap ich einfach die Base auf irgendwas, was sehr viel Power hat. Und weil ich freie Auswahl habe, konnte ich sogar noch einen Effekt nehmen, der dir nichts bringt. Und ja, dann sitzt du da halt mit deinen ganzen Minions und musst die erstmal irgendwo anders hinkriegen. Ja, beziehungsweise halt nochmal irgendwie Power-Ups und so versuchen, über dieses Value zu kommen. Also man muss dann wirklich viel investieren. Für eine eigentlich sicher geglaubte Base. Also Terraforming finde ich schon sehr stark. Muss ich sagen, also die Karte kann Spieler einfach mal im Alleingang nochmal entscheiden. Gerade im Endgame kann die extrem viel ausmachen. Ich finde vor allen Dingen in One-on-One so im, wenn du irgendwie gegen 4 Leute spielst, so also ist sie nicht ganz so stark, weil du erstmal nicht so oft dran bist. Aber wenn du halt One-on-One spielst, bist du halt jeden zweiten Zug dran. So, du weißt quasi genau, okay, wenn du ungefähr die Decks kennst, die dein Gegner hat, so okay. So, der hat schon so ein paar Zweier gespielt. So mit einem Vierer würde die Base knacken. Ja, dann lohnt es sich jetzt, diese Karte zu spielen. So, wenn du halt gegen 4 Leute spielst, dann bist du halt nur alle 5 Turns dran. Wobei, selbst dann kannst du ja damit Combos starten. Du kriegst ja einen Minion-Play auf diese Base. Das heißt, du Genau, kannst dir eine also Base nehmen, die selbst einen das. Effekt hat, wenn du einen Minion spielst. Dann spielst du da einen Minion hin, das diesen Effekt halt auslöst und kriegst darüber nochmal ein Combo going. Also selbst dann Ja, bringt das was. also genau, selbst dann ist die Karte gut, aber nicht ganz so gut wie 1-on-1. 1-on-1 ist sie echt gut, Ich also glaube, super gut. allgemein kann man zu Aliens sagen, dass die 1-on-1 besser sind. Einfach weil die öfter dran sind. So, und dann gucken wir uns noch die beiden Bases an. Wir haben hier das Mothership, 20 Stärke. Erster Platz kriegt 4, zweiter Platz kriegt 2, dritter Platz kriegt 1. Nachdem die Base scored, bekommt der Winner optional eins seiner Minions mit Stärke 3 oder weniger von hier auf die Hand zurück. Wenn du den Invader hier hinlegst und dadurch die Base gewinnst, kriegst du den Invader wieder auf die Hand. Der Scout gibt sich ja sowieso selber auf die Hand, teilt schon sehr gut mit der Faction zusammen. Ja, wobei halt die Stärke den Aliens ein bisschen fehlt und sie sehr wahrscheinlich das Mothership nicht häufig gewinnen. Ah ja, also Supreme Overlord ist direkt schon wieder raus wegen der Restriktion. Naja. Also das heißt, du gibst dir damit halt den Invader zurück. Es ist, Richtig. aber selbst dann, das ist okay. Für andere Fraktionen ist diese Base halt interessant, wenn sie halt starke On-Play-Effekte haben. Drachen sind zum Beispiel ganz gut. Oder, ja, keine Ahnung. Gibt viele Fraktionen im Spiel, die davon profitieren würden. Also Mothership ist eine Base, die, glaube ich,
gerne gesehen wird. Ja, gerade weil halt du da die... den 2-Punkte-Difference zwischen ersten und zweiten Platz hast, das ist sehr viel wert. Ja. Ich finde halt, die ist für Aliens selber nicht ganz so stark, weil Aliens einfach die Power fehlt, um auf diese 20, beziehungsweise auf die Mehrheit von 20 zu kommen. Und weil sie den Effekt theoretisch auch anderweitig kriegen. Richtig. Also die haben gefühlt nur Karten, die Sachen auf die Hand zurückgeben. Sag mal, klar, wenn du sie gewinnst, ist das einfach ein netter Zusatzeffekt. Aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, oh ja, das ist eine Base, die spielt den Aliens direkt in die Karten. Ja, ist halt nett, den Invader zurückzuhaben, ne? Das ist. Ja, wenn du die halt gewinnst. Es gibt ja auch Bases, wo gesagt wird, okay, wenn du Zweiter wirst, kriegst du irgendwas. Ja, das stimmt, die gibt's auch. Das wäre zum Beispiel für die Alien Bases besser gewesen. So, dann haben wir hier Aber Homeworld. ist halt das Base-Set, ne? Ja. Homeworld, da sind wir wieder bei dem Power-Argument. Das sind 3 Power mehr zum Breaken. Gleiche Punkteverteilung. Jedes Mal, wenn ein Minion hier gespielt wird, kann der Owner optional ein extra Minion von Power 2 oder weniger spielen. Das heißt, du spielst den Invader mit dem extra Minion Play, holst du dir den Collector, gibst dir selber den Invader auf die Hand, hast nur eine Power weniger auf dem Feld als vorher und du hast den Siegpunkt. Also Homeworld ist, finde ich, tatsächlich besser als das Mothership. Ist halt nur wieder 3 Punkte schwer zu breaken. Aber fürs Break für die Aliens eher die anderen Fraktionen verantwortlich, nicht die Aliens selber. Und ich möchte nochmal herausheben, so funktioniert das mit dem Ruling hier nämlich. Das habe ich extra nachgeguckt. Okay. Dieses extra Minion, was du da hinspielst, von Power 2 oder weniger, zählt auch als ein Time, wo ein Minion hier gespielt wird. Wenn du also noch mehr Stärke 2 Minions hast, von der anderen Fraktion zum Beispiel, oder nochmal einen Collector, um vom Gegner was wegzugeben, dann kannst du das auch machen. Also kannst du ja schon sehr schnell viel aufs Board kriegen. Aber es ist halt auf Stärke 2 beschränkt, weil es sonst zu krass wäre. Ja, ist richtig. Aber das ist eine krasse Base. Also die macht mir Spaß und Freude. Und, mir ist gerade aufgefallen, es ist ja noch nicht mal darauf beschränkt, dass du hier ein Minion mit Power 2 oder Less spielen musst. Dann kannst du irgendwo hinspielen. Das ist einfach kannst du es irgendwo hinspielen. Dann verlierst du halt diesen Snowball, den du theoretisch damit lostreten kannst. Wenn du den Snowball hast, spielst du das natürlich auch an die Homeworld. Aber wenn du halt nur einen Zweier hast, dann kannst du den auch irgendwo woanders hinspielen. Ja, das stimmt. Homeworld ist nice. Ja, das ist nur Snowball Base. So, jetzt gucken wir uns die Fraktion allgemein an und schauen uns ein paar Aspekte an. Also Draw haben die Aliens überhaupt nicht. Extra Plays haben sie diese 2 hier. Also Terraforming auf die neue Basis beschränkt und Abduction unbeschränkt. Ja, und extra Action ist das, was du benutzen haben sie möchtest. Gar nicht. Nee, extra Action haben sie gar nicht. Und das tut, finde ich, sogar ein bisschen weh, weil die Actions von den Aliens sind echt gut, größtenteils. Ja. Und du kannst halt immer nur eine pro Zug spielen, wenn du jetzt nicht gerade eine Fraktion damit pairst, die extra Actions hat. Ja, also die extra Minions Minion sind halt eher so meh. Die Minion-Plays sind halt Invader in den meisten Fällen. Manchmal Scout, weil du den anderweitig nicht spielst. Und Collector, wenn du den Invader schon draußen hast und auf die Hand zurückhaben willst. Ja. Also so die Minions der Aliens sind halt eher so meh. Aber die Actions sind echt gut, so da will man eigentlich immer mehr von haben. So, da will man immer mehr von spielen. So, bei Minions denkst du immer so, ja, recycle ich halt den Invader jetzt, ne? Ja. Wir haben keinerlei Protection. Außer halt eigene Minions zurückgeben, dann sind sie aber nicht mehr im Spiel. Wir haben zwar relativ viel Removal, was auf die Hand geben angeht, aber das ist nicht der beste Removal-Effekt. Wir haben zweimal unters Deck legen, aber Stärke beschränkt. Ja, Jammed Signal könnte man als Control-Karte ansehen, weil die halt die Möglichkeiten des Gegners einschränkt, zumindest von einer Base den Effekt zu benutzen. Und wenn man es als Control-Karte sehen will, können wir auch einmal eine Base austauschen. Ja. Also ich finde, Control ist nicht schlecht, aber unterdurchschnittlich gut. Ja, also die Stärke von den Control-Effekten ist halt sehr stark schwankend. Ja, also der beste Control-Effekt ist halt, wie ich finde, Crop Circles. So, der Rest ist halt unteilt Disintegrator. So, den Rest kannst du eigentlich nicht als Control-Maßnahme spielen. Nee, den Rest benutzt du eher als Engine. Ja. Naja, also ich bin auch dabei. Terraforming kannst du auch noch benutzen, aber... Das ist halt auch wieder conditional, so. Da willst du wirklich eine Base haben, die kurz vorm Breaken ist. Ich würde tatsächlich sogar sagen, dass Terraforming eher so eine Endgame-Karte ist. Ja. Ja, also dann im Endgame kann man sie als Control ansehen, weil du weißt halt nie, hat er die jetzt auf der Hand? Wahrscheinlich hat er sie auf der Hand, weil er die ganze Zeit nicht gespielt hat.
Und dann, wenn du es am wenigsten brauchen kannst, kommt Terraforming und die Basis ist weg. Ja, Also also es ist schon. so, das ist so, das stallt dem Gegner wahrscheinlich noch einen Turn weg. Oder mehrere, je nachdem. Ja, je nachdem. Ich sag, in meisten Fällen einen. Und du kriegst potenziell zwei weitere Victory Points, je nachdem, was du auf der Hand hast. Ja. Mit dem Invader. Ja, und Gem Signal halt, ne? Aber das ist auf eine Basis beschränkt. Und Also, Control ist. Movement, die Movement-Karte kann ich eigentlich nicht wirklich als Control ansehen, weil die Aliens nichts Nee. haben, was da irgendwie Profit rausschlägt. Nee, also, Invasion ist eine nice Kombi-Karte für alles, was nicht Aliens ist. Die kann Kombos oder so enablen, aber halt nicht für Aliens selber. Ja, Power auch eher unterdurchschnittlich. Wir kommen ja schon aus der Box raus mit zwei Stärke weniger als Standard. Ja, Swarming Capabilities sind halt einfach so, ja, haben sie mit den zwei Aktionen, die Ja. sie haben. Mit den beiden hier. Aber wirklich viel Swarming ist das ja auch nicht. Nee, viel ist das nicht. Das ist halt, ich sag mal, das Minimalste, was man, glaube ich, an Swarming haben kann, ohne kein Swarming zu haben. Ja, das muss man halt wirklich sagen. Und wenn man bedenkt, dass sie sehr viel von ihrer eigenen Power auch noch auf die Hand zurückgeben, weil sie den Invader-Effekt brauchen. Ja. Weiß nicht. Ist schwierig. Also, richtig Power bringen die nicht aufs Feld. Ja, deswegen sind es halt auch meistens eher zweite oder dritte an der Base, je nachdem, mit wie vielen Leuten man spielt. Ja, und ich sag mal, das reicht für die Aliens an sich selber schon. So, weil wenn so zwei Punkte hier zum Beispiel von ihren eigenen Bases zwei Punkte abgreifen oder so, ist das schon okay. Aber wenn man halt mit mehreren Leuten spielt, wenn man irgendwie mit vier, fünf Leuten gleichzeitig spielt, dann wird es schon knapp, überhaupt an Punkte von Bases zu kommen. Weil du wirklich einen deutlichen Power-Nachteil hast. Weil dir fehlen zwei Vierer potenziell sogar. Je nach Fraktion. Es gibt ja manche, die haben zwei Vierer und haben sogar noch Power-Up-Möglichkeiten und dann schwierig mit den Aliens. Recovery haben wir ja auch nicht so wirklich. Ich meine, klar, wir haben viel auf die Hand zurückgegeben, aber das zählen wir nicht als Recovery. Recovery Ja, ist ist ja alles, immer. was mit dem Discard-Pile zusammenhängt. Genau, das ist ja immer nur vom Feld selber. So, Und wenn Sachen da halt ist einmal es im halt Friedhof mau. sind, ne, wenn Sachen einmal im Discard-Pile sind, dann sind die weg. Ja. Und das ist halt ein großes Problem, was die Aliens haben. Deswegen musst du eigentlich, wenn du irgendwas mit den Aliens pairst, du musst irgendwas mit Recovery haben. Also die Zombies werden als Kombination gerne vorgeschlagen, weil das halt eine der besten Recovery-Fraktionen sind. Aber selbst das muss ich sagen, ich habe das ja gespielt und das ist vor allem Early Game sehr stark beschränkt, weil die Zombies halt nur aus dem Discard-Pile spielen, aber keine Möglichkeiten haben, was abzuwerfen. Beziehungsweise sehr beschränkt Sachen abwerfen können. Sehr beschränkt Sachen abwerfen, das. Und die Aliens sind halt super beschränkt. Wenn die den Invader nicht ziehen, dann können die nichts machen. Ja. Und sie haben keine Möglichkeit zu ziehen. Ja, also wir haben ja auf jeden Fall ein paar Probleme. Und Special Plays haben wir halt die Victory Points. Ne, Ja, das Victory ist. Points, ja, und den Scout quasi, so der Recycling an Power ist. Den Scout, den legst du irgendwo hin und dann ignorierst du den. Kriegst ja den Scout wieder. Warum du da drei von hast, weiß ich nicht, weil du kannst das Special ja nur einmal pro Runde benutzen. Das heißt, du kriegst nur einen Scout wieder. Und ja, der Invader ist halt das Aushängeschild. So, das ist ein Play, was die anderen Fraktionen alle nicht haben. Einfach mal so ein Victory Point ohne Kosten. Die einzige Kosten, die du dafür hast, ist halt, du benutzt deinen Minion Play dafür. Ja, Das ist schon also wenn du stark. den, ja, das ist stark, aber wenn du den Invader halt nicht ziehst, dann sind die Aliens an sich, können nichts tun. So, die können dann, ja, ich spiele mal den Scout. So, wartest, dass du, also versuchst dann immer irgendwie Karten von deiner Hand loszuwerden, damit du zwei Karten nachziehen kannst und diese auch behalten darfst. Complexity. So, jetzt sind wir im Bereich, ich würde sagen, die Aliens sind eigentlich ziemlich simpel. Ja. Du hast nicht wirklich viele schwierige Effekte, irgendwie die komplexe Interaktion erfordern. Du hast eigentlich, der Invader ist sogar der simpelste Effekt aller Zeiten. Ja, du musst dir halt manchmal überlegen, welcher Reihenfolge du das machst, aber selbst das bewegt sich ja noch im Rahmen. Ja, Also. also welche Reihenfolge und manchmal muss ich jetzt sich überlegen, okay, was gebe ich jetzt auf die Hand, was mische ich unter das Deck, also was packe ich unter das Deck.
Aber 90% der Fälle, wenn du irgendwas auf die Hand zurückgeben willst, willst du den Invader zurück auf die Hand geben, wenn du ihn draußen hast. Ja, das ist dein Nummer 1 Target für den Effekt, der in diesem Deck einfach vorherrschend vorhanden ist. Ja. Das Einzige, was halt die Complexity von Very Low zu Low hebt, in meiner Opinion, ist halt, du musst damit ja irgendwie auch gewinnen. So, und da sind die Aliens halt ein bisschen anders als andere Fraktionen. Immer noch relativ simpel zu verstehen, aber die spielen sich halt grundlegend anders. Ja. Also würde ich sagen, Complexity Low. Würde ich auch mitgehen. Und Viability ist halt das Ding. Ich finde, Aliens sind halt ein gutes Combo-Piece. So, mit vielen Fraktionen haben die eine sehr, sehr gute Interaktion, weil die anderen Fraktionen gut searchen oder ziehen können. Oder vielleicht Sachen aus dem Discard-Pile machen. Was die Aliens alles nicht können. Genau. Also eigentlich ist ja die andere Fraktion das Combo-Piece für die Aliens. Ja, ja. Die Aliens bieten dir eigentlich nur den Invader. Das ist das Ding, für das du die Aliens als Combo-Fraktion benutzt. Und so andere Sachen wie Crop Circles, Terraforming, Abduction, das sind so nette Sachen, die nimmst du dann halt mit so. Ja. Sachen, da sagst du nicht nein. Aber das, was die den anderen Fraktionen bieten können, ist eigentlich nur der Invader. Den man natürlich gerne mitnimmt, ne? Einfach so ein Free Victory Point, warum nicht? Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, die Viability, ja, viele andere würden da nicht nein sagen, aber damit die Kombination wirklich gut funktioniert, brauchst du Recursion, du brauchst Draw, du brauchst ein bisschen mehr Power. Es gibt wenige Fraktionen, die alles drei bieten können. Wäre hier so bei Medium. Ja, würde ich wahrscheinlich auch sagen. So, die sind okay, aber jetzt nicht, wo ich sage, oh ja, die kannst du eigentlich mit jedem Deck kombinieren. Nee, also es gibt Kombinationen, mit denen du ein bisschen mehr anstellen kannst als mit anderen, aber allgemein würde ich jetzt nicht sagen, so, du packst die zwei Decks zusammen, dominierst alles. Ja. So, das habe ich bei Aliens noch nicht gesehen selber. So, ich weiß, viele sagen, oh, Aliens, richtig stark. Manche, wir bannen die immer. Ich glaube nicht, dass du Aliens bannen musst, ganz ehrlich. Nee, die sind halt so abhängig vom Invader. Und wenn, ich sag mal, klar, ist unwahrscheinlich. Aber wenn der Invader, die letzten beiden Karten, unten in deinem Deck sind, und du hast keinen Search. Aliens, also ist zumindest die Alien-Partie in deinem Deck tot. Wir können mal da ein bisschen auf die Hand geben, ist ja schön und gut, kannst vielleicht ein paar On-Play-Effekte recyceln. Aber es ist ja nicht das, wofür du die Alien pickst. Genau. Ja, also Viability ist Medium. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, die werde ich immer picken, weil es Paarungen gibt, die dadurch stark ausgebremst werden. Und ich glaube, Fairness halber, klar, es gibt Paarungen, wo die super gut funktionieren und da sagst du dir dann so, ja, die Aliens haben mir das Game gewonnen und dann, ja, okay, cool, ich habe mit den Aliens da auch schon gewonnen. Verstehe ich schon alles. Sie sind auch nicht schlecht oder so, aber sie sind halt auch nicht alles dominierend gut. Wenn man zum Beispiel mit Yu-Gi-Oh! Vergleicht, das ist so quasi Tier 2. So. Wenn sie auch vielleicht ein bisschen mithalten können, wegen diesen Victory Points, die sie halt möglichst nah dran halten. Also ein guter Alien-Spieler glaube ich schon, dass der da gut noch was reißen kann. Vielleicht sogar mal gewinnt, aber ja, ich glaube nicht, dass das komplett von den Aliens dann ausgeht. Nee, das ist dann so eine Kombi aus allem. So. Das, ja. Eine Catch-Up-Mechanik ist das im Endeffekt dann. Der Victory Point. So, und dann der finale Part dieses Videos. Wir legen uns noch ein Tier fest. Wir haben S bis D aktuell. Ja. Und ich finde nicht, dass die Aliens ein S-Tier sind. Ich weiß, nee, da würden mir viele Smash-Up-Spieler wahrscheinlich widersprechen. Aber für mich ist ein S-Tier eine Fraktion, die in sich schon so gut ist, dass sie, wenn man die Fraktion zweimal spielen würde, Games problemlos gewinnen könnte. Oder auch einfach Sachen, die man wirklich mit allem kombinieren kann und bei jedem irgendwie was tun kann. So, ne, genau, so die du halt mit allem kombinieren könntest. Genau, so Fraktionen, die zum Beispiel guten Search, gute Recursion oder so haben. Aber von jedem halt etwas, aber was jetzt nicht so einfach so mediocre, sondern ne, gute Karten, aber die vielleicht nur einmal oder zweimal im Deck haben. So, das wären so S-Tiers, so, die entweder was von allem haben, das gut tun, oder halt wirklich in sich geschlossen gut sind. Und so, ich finde nicht, ihre, dass die Aliens in sich wirklich besonders gut sind, weil die halt
so Karten ja, haben wie Invasion, die in den Aliens selber gar nichts bringt. Probe, und die relativ situativ ist, auch wenn sie gut ist. Ja, und sie sind zu abhängig vom Invader. Ja. Die sie halt, den sie halt nur zweimal haben, den sie nicht suchen können, den sie nur hart ziehen können. Am Ende ihres Zuges. Das ist halt das Problem. Die sind viel zu abhängig vom Invader. Die haben ja keine andere Win Condition. So, es gibt ja andere Decks. So, die haben zwar ein Ziel mit ihrem Deck, was ihre Win Condition ist, haben aber trotzdem andere Wege, trotzdem an Victory Points zu kommen. Ja. So, und hier ist es eigentlich nur Invader, Recycle, let's go. Ich muss aber trotzdem sagen, ich muss die Aliens hoch benoten, weil sie halt weil der Invader so unfassbar gut ist. Ja, also ich würde sie wahrscheinlich in, quasi, wenn man noch Unternoten gebe, so A- oder so, würde ich wahrscheinlich geben. Also ein A-Tier, würde ich ja schon sagen. Ich würde auch sagen, es ist so ein unteres A-Tier. Ja. Okay, dann legen wir uns fest, Aliens im A-Tier. Das ist unsere Meinung, was ist eure? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, falls ihr Smash-Up-Spieler seid. Falls ihr keine Smash-Up-Spieler seid und jetzt mal in dieses Spiel reinschnuppern wollt, macht das gerne, spielt die Aliens, sagt mir, was eure Erfahrungen sind. Ja. Und in der nächsten Folge geht's weiter mit Dinosauriern. Freut euch drauf.